Hallo und herzlich willkommen hier auf dem E.ON Videoblog. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser zweiten Folge unserer Serie Elektroauto im Winter. Geht das überhaupt? Und wenn ihr den ersten Teil dieser Serie gesehen habt, dann wisst ihr, natürlich funktioniert das und zwar völlig problemlos. Ich bin ja auch gerade hier in meinem Elektroauto unterwegs. Wir haben einen typisch berlinerischen Schmuddelwintertag. Es ist Mitte Januar und wir haben eine Außentemperatur von 0 Grad. Es ist wirklich alles andere als angenehm draußen. Hier drinnen dagegen ist es super angenehm. Ich brauche keine Mütze, ich brauche natürlich keine Handschuhe, keinen Schal. Und ich bin jetzt auch schon eine ganze Weile unterwegs, weil ich heute wieder einiges zu erledigen habe. Natürlich mit dem Elektroauto und selbstverständlich mit eingeschalteter Heizung. Ich möchte ja nicht frieren, ich brauche freie Scheiben und ich will es auch angenehm im Auto haben, wenn ich mal mit dem Auto unterwegs bin. Die Einstellung in meinem Auto ist ganz normal, 21 Grad Innentemperatur, es ist wirklich angenehm hier drin, überhaupt kein Problem. Viele von euch, die das Video aus dem ersten Teil gesehen haben, haben uns Fragen geschickt und haben wissen wollen, wie funktioniert denn eigentlich eine Heizung in einem Elektroauto? Es gibt ja hier schließlich keinen Verbrennungsmotor, der viel, viel Abwärme produziert, die man zum Heizen verwenden kann. Ja, und die Antwort darauf ist, dass es verschiedene Varianten gibt, wie in einem Elektroauto geheizt wird, und ich möchte euch diese Varianten einmal hier kurz vorstellen. Die erste Variante, wie man in einem Elektroauto für Wärme sorgt, ist im Prinzip die Funktion einer Heizwendel, also so wie bei einem Föhn Strom durch eine Heizwendel geleitet wird, die dann heiß wird und die drüber strömende Luft nimmt diese Wärme auf. So kann auch natürlich in einem Elektroauto für Wärme gesorgt werden. Der Vorteil dieser Methode ist, dass das Heizen sehr, sehr schnell beginnt. Bereits wenige Sekunden nach Einschalten der Heizung kommt die erste warme Luft aus den Lüftungsdüsen raus. Das Auto ist sehr schnell aufgeheizt. Der Nachteil ist, dass diese Methode die eigentlich ineffizienteste Methode ist, um das Auto zu heizen. Eine Kilowattstunde Strom, die man aufnimmt aus der Batterie und in die Heizwendel steckt, die kommt auch wieder raus. Das klingt jetzt vielleicht erstmal sehr effizient, aber ihr werdet gleich sehen, das geht noch deutlich besser. Die zweite Variante funktioniert ähnlich wie wahrscheinlich die Heizung bei euch zu Hause, nämlich nicht die Luft wird direkt geheizt, sondern man heizt erstmal in einen kleinen Kreislauf Wasser auf. Man hat also einen kleinen Wasserkreislauf. In diesem Kreislauf steckt so eine Art Heizwendel, mit der dieses Wasser aufgeheizt wird. Und dann kann dieses Wasser genauso wie bei euch zu Hause an die verschiedenen Stellen im Auto gebracht werden, wo dann die kalte Luft drüber geführt wird, sich dabei erwärmt und in den Innenraum gelangt. Der Vorteil dieser Methode ist, dass sich die Wärmeverteilung in einem Fahrzeug deutlich besser organisieren lässt. Auch beim Heizen mit einem Wasserkreislauf im Auto haben wir die gleiche Effizienz wie bei der Luftdirektheizung, also eine Kilowattstunde aus der Batterie heißt eine Kilowattstunde Wärme, die dann im Auto zur Verfügung steht. Die dritte Methode habt ihr sicherlich auch schon mal gehört und ich könnte mir vorstellen, dass viele von euch zu Hause vielleicht sogar ihr Haus damit heizen, nämlich mit einer Wärmepumpe. Und eine Wärmepumpe ist im Prinzip nichts anderes als ein Kühlschrank, nur umgekehrt. Während der Kühlschrank den Innenraum kühlt und die überschüssige Wärme nach außen führt, so funktioniert eine Wärmepumpe beim Heizen, egal ob zu Hause oder im Auto, andersrum. Das heißt, die Außenluft wird abgekühlt und die herausgezogene Wärme in den Innenraum transportiert. Und das funktioniert sogar bei Minusgraden bis weit, weit unter 0 Grad, kann der Außenluft immer noch Wärmeenergie entzogen werden, auch wenn sich das für uns außen schon sehr, sehr kalt anfühlt. Natürlich braucht auch diese Wärmepumpenheizung Energie, nämlich um diesen ganzen Prozess zum Laufen zu bringen, braucht man Strom. Das ist in der Hauswärmepumpe genauso wie auch im Auto. Aber man kann aus etwa einer Kilowattstunde Strom aus der Batterie bis zu 3 Kilowattstunden Wärmeenergie erzeugen. Und da wird schon klar, dass die Wärmepumpenheizung im Elektroauto wie auch zu Hause eine sehr, sehr effiziente und stromsparende Heizvariante darstellt. Und es gibt auch immer mehr Elektroautos, die mit solchen Wärmepumpenheizsystemen ausgestattet sind. Auch mein Fahrzeug hier ist eine Renault Zoe, ist mit einer Wärmepumpenheizung ausgestattet.
Im Sommer wird die Wärmepumpe als Klimaanlage verwendet und im Winter wird der Prozess einfach umgekehrt und man erzeugt dann entsprechend nicht Kälte, sondern Wärme. So, wir haben also diese drei Methoden und dann gibt es natürlich auch noch ganz neue Varianten, die noch mehr effizienter sind. Entschuldigung. Und zwar kann man auch tatsächlich das bisschen Abwärme, das im Elektromotor und auch in der Batterie entsteht, nutzen, um den Innenraum zu heizen. Man kombiniert dann meistens zwei Techniken miteinander, nämlich die Wärmepumpe mit der Nutzung der Abwärme, die bei einem Elektroauto entsteht. Auch hiermit kann die Effizienz des Heizsystems noch weiter gesteigert werden. Inzwischen geht das sogar so weit, dass die ersten Hersteller sagen, für das Heizen des Elektroautos im Winter brauchen wir so gut wie gar keine zusätzliche Energie mehr. Und das ist natürlich dann wirklich ein technologischer Quantensprung noch einmal nach vorne, wenn man also auch im Winter gemütlich es warm haben kann im Elektroauto und so gut wie keine zusätzliche Energie verbraucht wird. Ja, das zum Thema, wie wird eigentlich im Elektroauto geheizt? Ihr seht, es gibt verschiedene Varianten dazu. Welche sollte man wählen, wenn man sich ein Auto neu kauft? Aus meiner Erfahrung lohnt sich eine Wärmepumpenheizung im Elektroauto vor allem dann, wenn ihr sehr viel und sehr lange Strecken fahrt. Die Wärmepumpe kostet in den meisten Modellen zusätzlich Geld, spart allerdings dann auf lange Sicht hin Strom. Wenn ihr allerdings euer Elektroauto, ja, ich sag mal, ganz normal verwendet, also so am Tag 20, 30, 40 Kilometer fahrt, dann braucht ihr nicht unbedingt eine Wärmepumpenheizung. Dann funktioniert so eine Direktheizung im Prinzip genauso. Ihr spart relativ viel Geld in der Anschaffung und werdet wahrscheinlich die zusätzliche Investition gar nicht reinholen können. Gut, das soll es an dieser Stelle erstmal gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben, wie im Elektroauto geheizt wird. Ich werde mich jetzt weiterhin noch wohlfühlen hier in meinem Auto. Ich habe es wirklich angenehm, mollig warm hier drin. Werde meine letzten Erledigungen heute noch erledigen und wir sehen uns dann ganz bestimmt beim nächsten Video erneut. Bis dahin. Tschüss.